Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo wir heute gegen Schrecktakel in den Kampf ziehen werden. Ja, diese komische Tentakel im Geburtskanal von Tröpfchens Mama. Ziemlich abstrus, aber naja, die haben hier halt diese kleinen Feen in Gefangenschaft genommen und wir müssen dafür natürlich hier diesen Geburtskanal da drin aufräumen, damit hier die Typen. Das klingt irgendwie so lächerlich. Also fernab jedes Computerspiels würde man mir jetzt bescheinigen, dass ich total bekloppt bin. Oh Mann. Ja, wie auch immer. Wir versuchen unsere Taktik, die wir jetzt ja, sage ich mal, schon in ein, zwei Folgen geübt und einstudiert haben, hier auch durchzuziehen. Das heißt, ich spiele Olli und heile den Rest der Gang und guck mal, ob das funktioniert. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was er tut. Das schauen wir uns, wie gesagt, einfach mal an. Ich versuche einfach mal, die Gruppe am Leben zu halten. Mal gucken, ob das so grundsätzlich funktioniert. Da hinten gibt es eine Menge Lebensknödel, aber unsere Pets sammeln die nicht ein. Das finde ich weniger gut. Ich heile einfach mal ein bisschen. Oh, er macht irgendwas. Ich hätte vielleicht verteidigen sollen, aber das geht nur partiell auf einen. Das ist gut. Da muss ich halt mal gucken, auf wen. Also nicht auf mich, das war schon mal nicht falsch. Sondern nur auf meine Pets. Ja, und die machen hier ja schon gut was. Mal gucken, ob wir damit einfach so gewinnen. Lindernde Hand auf Sven. Wumms. Oh, der kriegt aber gerade gut auf die Omme. Weiß gar nicht warum. Liegt das an diesem Pet? Aber wir heilen's. Sternchen ging auf einen und ich weiß nicht auf wen. Lindernde Hand. Wir machen nochmal Sven fix voll. Ja, der hat's auch gekriegt. Gut. Da können wir ja einfach im Moment noch gegenheilen. Viel scheint er ja nicht zu können bis jetzt. Ich weiß ja nicht, ob er noch neue Moves ab einer gewissen prozentualen HP bekommt. Wie gesagt, Sven tankt anscheinend so ein bisschen gerade. Ja, machen wir den nochmal voll. Oh, Blitzschlag. Da verteidige ich mich. Der ging auf mich. Aber anscheinend wurde er unterbrochen. Kam zumindest nie bei mir an. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, soll mir recht sein. Habe ich kein Problem mit. Oh, da wurde irgendwie Nike weggepfeffert. Warum die da hinten die Lebensknödel nicht einsammeln? Keine Ahnung. Tank du einfach mal, wie ich die Mann. Du machst das schon. Und wir sind auch gleich bei 50% und bis jetzt sieht es alles nicht falsch aus. Aber der Mob bewegt sich jetzt tatsächlich irgendwo hin. Weiß noch nicht wohin. Aber wir. Oh, Blitzschlag, verteidigen. Jetzt macht er's und jetzt geht er durch. Okay. Gerade wurde er anscheinend unterbrochen. Oh, da hätte ich alle verteidigen nehmen sollen. Das wäre besser gewesen. Lindernde Hand. Wir fangen mal Sven an. So, zack. Sven ist damit wieder gut im Geschäft. Da ist so ein Mana-Knödel. Oh, Moment. Oh, 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 oh. Was ist das? Kommen jetzt Ads oder was? Oh, jetzt. So, was zum Kuckuck. Aber jetzt sieht ziemlich. Nutz die Chance, ihm ein oder zwei Hiebe zu verpassen, Olli. Okay, dann alle Angriff und Zauber Linderland auf ihn. Zack. So, ach du Scheiße. Moment, ich möchte mal. Nein, ich möchte noch einmal zaubern Linderland auf ihn. Und jetzt möchte ich bitte ganz fix wechseln. Nein, ich kann nicht wechseln, ich muss heilen. Lindernde Hand auf Esther. Ich weiß nicht. Ich hätte wahrscheinlich eventuell mal schnittern sollen. Ich weiß nicht, ob das auf alle gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Sternchen. Oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Da hätte ich echt einen AOE-Angriff gerade gebraucht. Ja, das macht ja überhaupt keinen Schaden, liebe Freunde. Das ist nicht gut, nicht gut. Da komme ich jetzt tatsächlich mit dem Heilen nicht mehr hinterher. Also da muss ich tatsächlich am besten mal mit Seppo einmal durchbürsten. Ich guck mal, wie viel HP die Viecher haben. Nein, ich möchte mal bitte ihn benutzen. 14. Ich weiß gar nicht, auf welchen Quallen. Alter Schwede. Ja gut, das wird mich jetzt wegbrutzeln. Es war kurz vor der 50%-Marke, glaube ich.
Ja, ich weiß, dass ich besiegt wurde. Ich überlege gerade, ich müsste halt einfach versuchen, mal kurz reinzubursten. Mach mal weiter. Also bis... Ach, jetzt hier hätte ich... Ja, schön, hier hätte ich jetzt speichern können. Gut, ich bin aber wieder voll. Gut, gehen wir mal weiter. Ich hoffe, ich muss mir das jetzt nicht noch alles nochmal anschauen. Das wäre jetzt nicht so schön. So. Ja, fertig. Komm, dann haben wir alles gesehen. Kann ich jetzt überspringen. Zack. Und überspringen. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal weiter heilen und dann muss ich die irgendwie fix wegbürsten. Weil das ist dann nicht mehr gegenheilbar. Auf wen geht das Sternchen? Ich weiß nicht, wurde unterbrochen. Zauber Linderland auf Sven. So, diesen Blitzangriff mache ich dann allgemeine Abwehr. Das müsste ja funktionieren. So, ihr macht da irgendwas. Finde ich ja gut. Ich halte euch derweil am Leben, wenn ihr da einfach mal ein bisschen rumdödelt. So, jetzt kriegt auch Sven wieder Schaden. Da mache ich dann meine lindernde Hand jetzt auf Sven, dass der auch mal oben bleibt und nicht zu weit abrutscht. Genau, so ungefähr. Sternchen. Ich weiß nicht auf wen. Ah, auf Sven. Zauberlinde in der Hand. Dann machen wir hier sofort mal wieder Heile. Dann kann ich direkt, wenn die verfügbar ist, nochmal drauf casten. Oh, ja, aber bitter nötig. Der kassiert ja gute Schellen. Könnte auch mal critten, die Heilung irgendwie. Alter, nicht sterben, nicht sterben. Komm ja gar nicht hinterher. Wieso kriegt er denn so viel aufs Maul? Hat er auch gerade nicht gekriegt. Achso, Linde in der Hand. Nein, jetzt habe ich... Na, das war mein Fehler. Ja. Käsekuchen. Der Treide gerade lief besser. Eventuell hätte ich einfach mal Sven aus der Ephäre ziehen sollen, indem ich kurz das Pad wechsle. Also sprich auf Sven selber. Hätte ja eigentlich funktionieren müssen. So, mach mal die Linde in der Hand. Ich könnte jetzt eine Phönixfeder natürlich benutzen, aber ich teste einfach nochmal, wie sich das so ausgeht. Na gut, wenn sie jetzt auch noch stirbt, ist das glaube ich eh egal. Linde in der Hand. Habe ich jetzt irgendwas anders gemacht? Ja, komm, kill mich mal. Warum habe ich jetzt so viel Schaden bekommen? Den habe ich gerade nicht bekommen. Haben die tatsächlich gerade irgendwie andere Pets benutzt? Ich weiß es nicht. Mach mal. Genau, mich kaputt bitte. Dann kann ich mir noch mal was überlegen. Also wie gesagt, bei den ganzen Trash Mobs hat es ja wunderbar funktioniert. Warum das jetzt bei den Boss gerade nicht funktioniert. Also wie gesagt, im ersten Try sah es ja noch gar nicht mal falsch aus, bis dann auf diese massige Ad-Welle kam. Ja, ich bin bereit. Also besser gesagt, ich wüsste sonst nicht, was ich anders machen sollte. Bin ja quasi hier drin gefangen. Kann ja auch nicht einfach mal ganz kurz hier shoppen gehen oder leveln oder was weiß ich. Also es müsste ja in dem Sinne funktionieren. So, Lichti und Nike. Und die beiden kloppen da jetzt drauf rum. Das ist ja nicht ganz falsch. So, jetzt geht Sternchen auf irgendwen. Und ist anscheinend nicht interrupted worden. Da hatte ich gerade mal Glück. So, aber die ist wieder voll. Ja, wenn Sven tatsächlich da hinten mal die Knödelchen aufsammeln würde, wäre das schon nicht ganz so schlecht. Tut er aber nicht. Ah, da gibt's Mana und Lebenspunkte. Moment, jetzt geiz ich mal nicht mit der Linde in der Hand. So, zack. Zauber, Linde in der Hand auf Sven. Nicht wieder verklicken, bitte. Oh, warum kriegt Wichti so derbe aufs Maul? Echt nicht feierlich. Linde in der Hand auf Sven. Alter. Komm ja gar nicht hier hinterher mit heilen. So. Verwirrt. Sven ist verwirrt. Ja, soll nicht mein Problem sein. Ich heile einfach.
und tu mein Bestes, dass er nicht stirbt, lindern an auf Sven. Mann, oh Meter, kriegt er auf die Omme. Ich komm auch nicht dazu zu wechseln. Pass mal auf. Jetzt allen. Und jetzt möchte ich bitte auf Sven wechseln. Genau. So. Und jetzt möchte ich zurück auf Olli, der zaubern kann, eine lindernde Hand auf Sven. Damit habe ich jetzt mein Pet mal ein bisschen aus der Ephäre gezogen. Und ich kriege den Blitzschlag, ich verteidige mich. Ach, der geht ja wieder auf alle. Ich hätte einfach alle nehmen sollen. Ach man, das verwirrt mich, ey. Ja, gut, ich habe aber relativ wenig Schaden gekriegt. Ich möchte aus dem Verteidigungsmenü und ich möchte eine lindernde Hand auf Sven. Jetzt sofort, mach fertig. Gut, 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 gut. Ich weiß nicht, auf wen das Sternchen geht. Ich mache erstmal weiter Sven wieder voll. Also wichtig. Mann, oh Meter, ey. Ist das ein Agro-Monster? Boah, ich weiß nicht, warum der so dicke Kellen kriegt. Kann ich ja wirklich nur heilen wie ein Irren. Ach, jetzt kriegt Esther auch aufs Maul. Esther, nicht sterben, bitte. So. Zauber. Sternchen. Auf wen? Ich weiß es nicht. Ich mach die mal nochmal voll. Nimm mal hier die Mana-Knödel mit. Boah, Alter, was ein Stress. Aber ja, jetzt kommt Kindersegen. So. Und jetzt möchte ich bitte... Stopp. Ja, ja, das wissen wir. Hier ist... Überspring mal. Ganz toll. Gute Gelegenheit. Ich möchte wechseln. Auf Seppo. Seppo. Und da möchte ich bitte Seppo. Ah, wobei, ob das jetzt so gut funktioniert, ich weiß es nicht. Wir machen hier einfach mal einen Traumschau in die Menge. Ich treffe wahrscheinlich nur einen. Ja, und das noch nicht mal effektiv. Manometer. Das war natürlich jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, wie ich mir das vorgestellt habe. Zauber, lindernde Hand. Mach mal bitte den da voll. So. Das überlebe ich doch nie. Also, ich frage mich gerade, wie das funktionieren soll. Oder muss ich in dem Moment echt nur Zauber, lindernde Hand auf den Boss durchbürsten und den Rest ignorieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Blitzschlag. Alle verteidigen. Mal gucken, ob ich da jetzt ein bisschen blocken kann. Das wäre natürlich jetzt noch gut zu wissen. Ja. Sah nicht ganz falsch aus. Also nicht gänzlich falsch. Okay. Stopp mal. Angriff auf das Ziel. So, das habe ich gemacht. Und ich möchte bitte Taktik, schwächsten Gegner, Ziel des Anführers angreifen. Okay. Mach mal. Zauber. Wir machen mal einen Feuerball, nur um das nochmal zu bestätigen. So, genau, auf den da. Den sollt ihr angreifen, nur den. Nicht den Rest. Den Rest ignorieren wir. Eventuell funktioniert es ja so. Blitzschlag. Allgemeine Verabwehr. Alter, was für Stress. So, und wir haben ein bisschen geblockt. Warum der jetzt eine heilende Träne wählt, das ist mir ein Rätsel. Allgemeiner Angriff, komm. Mach bitte fertig, ey. Sven, 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 Sven. Lindernde Hand, Esther. So. Wir halten die Gruppe noch irgendwie am Leben. Noch geht es. Oh Gott, da kommt wieder das Moped-Mann-Vieh. Will direkt irgendwas von mir. Geh weg, ich muss mal Sven heilen. Blitzschlag, allgemeine Abwehr. Ich hoffe, Sven überlebt es und hat irgendwie ein Pet draußen, was blocken kann. Wäre nicht falsch. Oh, 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 oh. Proviant, Proviant. Ein Sandwich bitte da rein. Sofort, zack. Eieieiei, was ein Stress. Lindernde Hand, Esther. Uiuiui, Esther ist wieder voll. Jetzt muss ich mir nochmal eine lindernde Hand reindrücken. Bin ich auch glücklich.
Da sind Lebensknödel. Ach, der macht da irgendwas auf. Ich weiß nicht wen. Linda in der Hand. Warum macht er denn da so ein... Geh auf den Boss, Mann. Nur auf den Boss, bitte. Bitte nur auf den Boss. Sternchen, ich weiß noch nicht auf wen. Nicht auf mich. Linda in der Hand. Sven. Oh Gott. Oh, das ging auf mich. Und ich bin verwirrt. Das ist jetzt ganz, 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 ganz blöd. Aber... Proviant, Proviant, Proviant. Ich... Nee, was macht denn hier was? Oh, stellt 150 Leben wieder her. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. 100 Leben reicht für mich. Zack. Mach mal hier ein Sandwich rein. Oh, ich bin Ziel von Blitzschlag. Allgemeine Abwehr. Uiuiuiuiui. Freunde, ey. Was ein Stress, ich sag's euch. Linda in der Hand, Esther. Gut, Hammer. Zauber, Linda in der Hand. Auf ihm. Oh Mann. Ich glaube, ich brauche irgendwie jetzt auch gleich mal ein bisschen Mana. Sonst habe ich irgendwie ein kleines Mana-Problem. Uiuiuiuiui. Ja, er kriegt noch irgendwie Schaden, aber Proviant. Fischspur. 150, 150, 250. Bei allen Verbündeten, nein, das hebe ich mir auf. 30 Mana-Punkte in starken Kaffee. Den ziehe ich mir erstmal rein. Das sind auf jeden Fall 10 Linder in der Hände, die ich wieder wirken kann. Uah, Zauber! Linder in der Hand. Alter Sven, was tust du da? Alter. Ja, super Sven. Wie hast du denn das jetzt hingekriegt? Alter. Geh weg. Geh weg, ey. Ich möchte bitte zaubern. Linder in der Hand. Oh Gott, aber erstmal auf mich, glaube ich. Blitzschlag. Abwehr. Ja, jetzt wird wahrscheinlich der Lafka auch noch sterben. Nein, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Oh, ich habe eine Heilung gekriegt. Ich bin Fan. Ich weiß nicht, warum sie heilt. Aber ist mir egal. In dem Moment war es nicht falsch. Eieieiei. Das ist alles nicht gut, aber als haut sie... Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wo ist Proviant? Proviant? Nein, 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 nein. Ich möchte bitte... Wie viel habe ich denn noch? Klarheitsbringer. Phönixfeder. Komm, wir probieren das jetzt mal. Noch sieht es ja einigermaßen gut aus. Bring Sven zum Leben. Hat er das jetzt gemacht? Au, ja, ja, ich muss weg. Nein, ich muss weg, ich muss weg. Uiu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 i. Zauber, Linda in der Hand, auf, bitte Olli, zack. Alter, Personalverwalter, ey, was ein Kampf. Ich sag's euch, komm gar nicht zum Reden, ey. Stress pur und Abwehr. Alter. Okay, wir haben einiges an Schaden geblockt. Das war gut. Au, was war das? Ich habe irgendwas noch kassiert. So, wir sind wieder so gut wie voll. Kommt da überhaupt noch Schaden auf den Boss? Ich mach mal das Sternchen verteidigen. Gut, habe ich. Bin aber verwirrt und greife irgendwen an, den ich nicht angreifen will. Was soll das? Au. Linda in der Hand. Ich mach die mal auf mich. Mana, habe ich noch ein bisschen? Ey, ich muss dringend irgendwann Mana-Tränke kaufen. Bei dieser Spielweise ist das ja... Blitzschlag. Verteidigen. Alter Schwede, ey. Das ist ja ein epischer Kampf. Gut, wir haben einiges an Schaden geblockt. Uiuiui. Oh, da hat mich Nike... Oh, da ist eine goldene Essenz. Eine goldene Essenz. Geh weg. Geh weg. Zack. Alter. So, Flammenherz. Ja, bitte auf den Boss. Jetzt. 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 So. Nimm das. Oh Gott, der ist immer noch nicht tot. Wie schlecht. Ach, jetzt macht er auch noch so ein Sternchen auf mich. Ich muss mich heilen. Und bitte blocken, 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 blocken. Jetzt verteidigen. Ei, 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 ei. Gut, hat noch gepasst. Jetzt kann ich nochmal eine Linda in der Hand auf Esther wirken. Ach, der Boss kommt mir immer näher. Nein, nein, ich bin gefangen, ich bin hier gefangen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Zauber, Linda in der Hand, Esther, sofort, mach die wieder, der Heile.
Dämonen. Gott, oh Gott. Und ausweichen. Ich hoffe, der Lafke dodgt diesen Angriff. Bitte, 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 bitte nicht sterben, Lafke. Oh, das hat aber... Proviant, sofort. Ich möchte bitte... Stellt bei allen Verbündeten 200 Lebenspunkte wieder her. Ey, das ist es mir jetzt wert. Wir nehmen den. Und zack. Tada! Gut. Sternchen auf ich weiß nicht wen. Droppt der überhaupt noch in der HP? Ich sehe es nicht. Ich kite hier den ganzen Dreck. Mach doch mal was. Alter! Ich kassiere jetzt mal absichtlich einen Hit, zack. Ja, jetzt droppt es wieder ein bisschen. Also ich muss das Vieh auch noch irgendwie so hinkiten. Ich sehe nicht, wer das Ziel ist. Da, die beiden. Lindernde Hand. Ach du Scheiße. Ich muss auch jetzt mal so ein Mana-Käfken trinken. Sonst wird halt hier, glaube ich, nichts. Proviant. Da haben wir noch einen starken Kaffee. Den ziehen wir uns jetzt nochmal rein. Alter, was ein Kampf. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich dachte ihr, ich bin im Kinderspiel. Und jetzt spiele ich hier. Ey, die Kämpfe sind länger als in Dark Souls. Geh doch weg, ey. Oh, jetzt kriegt der wieder eine auf die Omme. Lindernde Hand. Esther, mach bitte voll. Alles schön oben halten. Großartig, ey. Oh, lindernde Hand auf Sven. So. Da hinten sind Lebensknödel, Mana-Knödel. Oh, die Mana-Knödel will ich haben. Ich hoffe, ich kassiere jetzt nicht so viele Hits. Blitzschlag. Und verteidigen. Ich hoffe, dass... Ey, wenn ich jetzt hier nochmal versage, Freunde, dann beiße ich in die Tischkante. Oh, 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 oh. Zauber, lindernde Hand. Wer hat die wenigsten? Esther. Esther ist wieder voll. Alter Falter. Lindernde Hand. Oh, Sven hat eine gute Kelle gekriegt. Zack, machen wir voll. Jetzt brauche ich aber auch nochmal ein bisschen Leben. Und mir geht das Mana aus. Das ist nicht so schön. Aber der Boss hat auch nicht mehr so viel Leben. Oh, hier ist Mana-Punkt. Danke. Nein! Wieso ist der tot? Wieso ist der tot? Wieso ist Sven tot? Wann ist er gestorben? Das habe ich gar nicht gesehen. Eieieiei. Eieieiei. Nicht gut, liebe Freunde. Gar nicht gut. Sanfter Schimmer. Ah, da heilt Nike mich. Oh, hier sind Lebenspunkte. Naja, zu zweit schaffen wir das nie. Komm, jetzt ist es mir egal. Totale Verschwendung. Wir machen hier nochmal eine Phönixfeder. Und Resin Sven. Hilft ja alles nichts. Sonst schaffen wir den Kampf, glaube ich, nie. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Zauber. Lindernde Hand. Was? Leben. Sonst leben. Mann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich weiß, soll man nicht sagen. Aber ich habe jetzt so viele Ressourcen hier rausgeballert. Wäre halt ärgerlich, wenn ich den Kampf jetzt nicht schaffe. Oh Gott, Gott. So, Zauber. Feuerball. Auf ihn, komm. Mach bitte fertig, ey. Eieieiei. Finde ich gerade gar nicht witzig. Ja, mach du mal weiter Schaden auf den da, bitte. Bitte, bitte, bitte. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Auf wen geht das Sternchen? Auf ihn. Zauber, lindernde Hand, Sven. Zack. Mein Mana ist gleich alle. Mein Mana ist gleich alle. Und ich werde hier angegriffen und er ist verwirrt und macht irgendwelchen Käse. Blitzschlag. Verteidigen. Alter Schwede. Gut. Irgendwie gedodged. Alter, ich muss hier weg. Zauber, lindernde Hand, auf mich. Uiuiui, ui, ui. Kann der nicht mal irgendwo ein Mana-Knödel? Oh, da hinten sind ganz viele Mana-Knödel. Ich muss da nur irgendwie hin. Ah, die despawn. Geh weg, hey. Nein, geht nicht weg, würde ich sagen. 4, 6. Gut. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ist er tot? Alter. Alter Schwede, ey. Was ein epischer Kampf. Holla die Waldfee. Und ich brauche dringend irgendwo Ressourcen. Alter, wie viele Erfahrungspunkte gab das dicke Moped denn? Puh.
Geistessturmes, was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Schnurri hat ganz viele Stufen erlernt. Und Haya und Esther und Übernike und Imba und Sven und Wichti und Gunther und Seppo. Alter. Heieiei. Schrecktakel, du hast eine Seite über das Schrecktakel erhalten. Uff. Danke. Oh Gott. Nee, ist schon klar. Da war auch alles ganz einfach eigentlich. Ja, ich auch nicht. Und vor allen Dingen habe ich schon lange nicht mehr so einen langen Bosskampf gespielt. Großartig, ey. Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. So, komme ich jetzt hier irgendwie nochmal ins ganz normale Menü, weil dann würde ich gerne... Aha. Wie? Was? Wir werden wiedergeboren? Was? Oh Gott, einmal durch den Geburtskanal nach draußen, bitte. Na gut, lassen wir uns einfach mal wiedergebären. Was? Ploppy Toppy, Flutsche Rutsche, juhu. Yeah. Oh Gott. Zeit, wiedergeboren zu werden. Gott, oh Gott. Wo ist denn Tröpfchen hin? Gut. Ach, bei seinen lustigen Kabarettkumpels. So, Humorstücke sind echt der Hammer, ja. Wir haben die echt gut geheilt. Dann können die ja auf Welttournee gehen quasi. Bloß auf, Mann. Also der war auch mal so ein lustiger Bursche und hat sich dann entschieden, mit Alice irgendwie gegen Shaddaa zu kämpfen. Dabei müsste Alice gestorben sein oder nicht so ganz gestorben, man weiß es ja nicht. Und jetzt ist er dann von Shaddaa in diese Puppe verwandelt worden. So ungefähr muss es ja abgelaufen sein. Aha, wenn ich nicht... Ja, genau, das ist, sag ich's ja. Okay. Tröpfchen, wir müssen los. Gut. Ah, Herberge. Ausloggen, ich meine speichern. Folge beenden. Mundtrocken. Hallo? Oh, Oliver, what's wrong? It's Philip. He's mean. Oh, dear. Oi, Olly boy. Don't cry, man. I'm the tear fairy, see? I
I don't like seeing them go to waste. You're a fairy? I am, and a proper tidy one at that. You talk funny. That's how fairies talk, sweetie. But it's goofy. Oh, is it now? Well, I wish I'd known that before I made him for you. Nobody made him. He's my friend. Of course he is. I'm sorry. And I'm sure he'll always be your friend, no matter what. Come on now, don't be such a crybaby, Bunting. What would Mr. Drippy think? I'm not a crybaby, Bunting. Then you'd better dry those tears, hadn't you? Hmm? Oh, der Score, ich habe schon wieder eine Gänsehaut von dem Sound. Das ist so geil. So schön traurig. Wobei, was mich halt gerade wundert, dass tatsächlich die Sprache und die Ausdrücke alle von der Mutter stammen, die Drippy benutzt. Deutet das etwa auf irgendwas hin, so storytechnisch? Okay, ist ja clever. Naja, also nicht Schadar, sondern nur Heißhunger. Also kennt sie nicht. Was? Okay. Okay, Schadar hat also ein Schloss, wo man so einfach hingehen kann. Ja, kundschaftet da mal ein bisschen was aus, wäre ja nicht falsch. Okay, also Tröpfchen auf große Verabschiedungstour. Ja, Zauber nehme ich immer gerne, klar. Her damit. Form wandeln. Ändere deine Gestalt und nimm die eines anderen Lebewesens an. Oha. Okay. Erschaffe deinen perfekten Doppelgänger. Zweites Ich. Imitator. Arme andere Personen täuschen dich nach. Okay. Alter. Werde unsichtbar und verschmelze mit dem Schatten. Der hört ja gar nicht mehr auf. Werde zu einer Katze und schleiche auf Sanftpfoten. Alter! Werfisch. Werde zu einem Fisch und genieße das Leben unter Wasser. Verkleinere dich um ein Vielfaches. Schrumpfen. Hallo! Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Gedanken lesen. Dringe in den Verstand einer Person und lausche ihren Gedanken. Erschaffe einen frischen Laib Brot, um den Hunger zu stillen. Erschaffe einen, was? Gifttriefenden Apfel. Ja. Ja, das sind aber eine Menge Zauber. Finden wir Zwecknase und dann ab zum Boot. Gut. Tschüssi. Oh Mann, Tröpfchen hat dich verlassen. Warum? Finde Tröpfchen. Ja, aber das, liebe Freunde, Moment, machen wir in der nächsten Folge. Ich möchte mal hier kurz speichern nach dem Stress des Bosses, der Wiedergeburt und hier so viele Zauber zu bekommen, bin ich total fertig. Ich mache jetzt erstmal hier einen Cut
Und in der nächsten Folge müssen wir dann auch mal einkaufen gehen und uns ein paar Consumables holen, also diese Phönixfedern, ein bisschen Mana-Tränke. Da die ja keinen Cooldown haben, sind die ja richtig stark. Und da möchte ich ein bisschen was auf der Tasche haben für die nächsten Kämpfe. Denn, ja, im Prinzip hat der Kampf ja ganz gut geklappt, nur ewig lange irgendwie. Naja, wie auch immer, wir suchen Treffchen in der nächsten Folge und bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, bis dahin.